Hallo und herzlich willkommen zu Tabletable & Beyond. Ich habe heute ein riesengroßes Paket bekommen und zwar von PK Pro. Und was in dem Paket drin ist und warum ich das bekommen habe, erfahrt ihr nach dem Intro. So, hallo, ich habe heute ein riesengroßes Paket von PK Pro erhalten. Ihr seht schon überall, hier steht es ja. Ich habe ja letztens auf Facebook gepostet, dass ich ein größeres Airbrush-Video plane. Und da ja PK Pro wirklich ein sehr guter Fachhändler ist für Airbrush und alles, was da rundherum ist, verschiedene Farben und noch vieles, vieles mehr, hat der sich mit mir in Verbindung gesetzt und schickt mir hier leihweise einige Sachen, damit ich die für euch im Video testen kann. Die Produktionen zum Airbrush-Video oder besser gesagt auch der Airbrush-Video-Reihe laufen hier schon. Ich versuche jetzt über die Weihnachtstage so viel wie möglich zu produzieren. Das kommt jetzt alles, also keine Angst, es kommt jetzt nicht nur ein doofes Unboxing nach dem anderen, sondern es kommen jetzt wieder wirklich gute Videos mit gutem Content. Auch die Anfängerreihe läuft. Und hier hat mir eben der liebe Herr PK Pro einige Sachen geschickt, die ich verwenden kann, wo ich Tests machen kann für die Airbrush-Videoreihe. Somit ist die Airbrush-Videoreihe auch mit unterstützt und gesponsert von PK Pro. Deshalb auch wieder wie immer Produktplatzierung da, Werbesendung. Vielen lieben Dank für diese Leihgaben hier. Und ich erkläre euch jetzt gleich mal mehr dazu. So, jetzt machen wir das mal auf. Seht ihr mich jetzt überhaupt noch? Ich glaube, das müssen wir so rumdrehen. So, das ist diesmal echt ein ganz schön großer Karton. Ich habe hier gar nicht so richtig Platz, das alles aufzumachen. Ich bin am Überlegen, ich glaube, ich stelle den Karton jetzt tatsächlich auf den Boden und hole die Sachen hier hoch. Als allererstes hier, für mich, das weiß ich, eine große, große Schneidematte. Die packt man gleich mal aus, weil ich habe ja nur die kleinen und die sehen auch schon ziemlich nicht mehr so hübsch aus. Und das freut mich. Also erstmal vielen lieben Dank. Oh, die ist elektrostatisch geladen. Ah, oh! Hier vom PK Pro. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut, ist gekauft. Dann habe ich noch bestellt schwarze Handschuhe. Warum schwarze Handschuhe? Ich bin ein Riesenfan, um mit der Airbrush mit Handschuh zu arbeiten. Aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens mal will ich mir die ganzen Mittelchen und Farben nicht immer direkt auf die Finger sprühen. Und der nächste Grund ist das, was ich sehr praktisch finde. Ich grundiere ja meistens meine Miniaturen auch schwarz. Und jetzt ist es so, wenn ich die schwarz grundiert habe und der Handschuh ist auch schwarz, deswegen auch unbedingt schwarze Handschuhe, dann kann ich immer, das habt ihr vielleicht schon bei Videos bei mir gesehen oder ihr werdet das jetzt auch ziemlich oft in der Airbrush-Reihe dann sehen, oh, meine Haare sind schon wieder, dass ich die Farben immer auf meinem Handschuh teste. Das finde ich jetzt ganz praktisch, weil ich sprühe dann immer so leicht auf dem Handschuh und dann wieder weiter aufs Modell, wieder auf dem Handschuh, wieder aufs Modell. Deswegen bin ich ein großer Fan von schwarzen Handschuhen. Wichtig ist, hier auch wieder aus gewissen Umweltschutzgründen, die Handschuhe, nehmt die öfter her. Nehmt die nicht einmal her und schmeißt sie weg, sondern nehmt sie wirklich oft her, bis sie aufreißen, solange wie es geht. Also danke PK Pro. Alles, was ihr hier jetzt seht in dem Video, ich werde einen Link zum Online-Shop zu PK Pro unten in die Videobeschreibung schreiben. Könnt ihr über den Link einkaufen. Ich kriege davon nichts, kriege da kein Geld. Dafür habe ich das umsonst bekommen. Also, schwarze Handschuhe kann ich nur empfehlen zum Airbrushen. Ist kein Muss, aber ich bin Fan davon. Dann haben wir hier verschiedene Mittelchen zur Verfügung gestellt bekommen von den lieben PK Pro, und zwar Airbrush Thinner und Airbrush Flow Improver. Davon bin ich echt ein großer Fan. Ich arbeite sehr gern mit dem Zeug. Also von Vallejo, die Airbrush Thinner und Airbrush Flow Improver von Vallejo. Das ist tatsächlich, das habe ich bis jetzt getestet. Bin ich echt ein Fan. Da bin ich tatsächlich auch weggegangen vom Glasreiner. Also das nehme ich, um meine Farben anzumischen und zu verdünnen. Darüber seht ihr auch mehr im Airbrush Video oder in der Airbrush Video Reihe. Dann habe ich bekommen einen Primer. Surface Primer von AK Interactive. Den werde ich testen für euch
mit der Airbrush. Grau aus dem Grund, es gibt verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier zweimal grau bekommen, weil grau ist halt praktisch, man kann in beide Richtungen weiterarbeiten. Man kann jetzt zum Beispiel mit Shading noch schwarz weiterarbeiten, man kann aber auch in die helle Richtung weiterarbeiten. Das werde ich mal testen und auch hier ein Surface Primer in Grey von Scale Color. Die werde ich miteinander vergleichen. Wie gesagt, ich möchte hier so verschiedene Grundierungsmarken testen. Da haben wir jetzt hier mal von AK Interactive einen grauen Primer und einen Surface Primer von Scale Color. Ich hatte schon mal den schwarzen Primer von Vallejo, also wo ich auch hier die Airbrush drin habe. Da war ich nicht so zufrieden, weil mir der mal sehr krass die Airbrush verstopft hat, wobei es aber auch sein kann, dass das von mir ein Bedienfehler war. Muss ich mal nochmal testen. Erstmal diese beiden hier. Hier was ganz was Schönes. Eine Rolle Green Stuff. Die brauchen wir tatsächlich für unser Armee-Starter-Projekt, für die Blood Angel Bases. Da werden wir ein paar Bases machen. Also auch Green Stuff gibt es bei PKW und das Gute ist, so Green Stuff gibt es mal diese kleinen Fusselchen, so kleine Abschnitte, die kosten bei GW einen Arsch voll Geld. Und hier gibt es für den gleichen Preis eine ganze Rolle. Also fast, ich glaube 93 cm müssen es sein. 92 cm gibt es so eine ganze Rolle. Also da bin ich echt ein Fan davon. Green Stuff günstig bei PKW auch bestellen. Ah ja, dann geht es hier noch weiter. Dann habe ich auch noch einen Surface Primer von Vallejo, auch in Grau. Den werde ich auch hier zur Primer-Testreihe dazustellen. Ich werde dann mal testen, wie gut die Primer decken, wie die Farben sind. Einer ist ein bisschen dunkler, ein bisschen heller und werde natürlich auch testen, wie sie durch die Airbrush gehen, ob die Airbrush verstopft wird, wie man sie verdünnen muss und so weiter. Es geht weiter. Ich habe mir gewünscht, dass mir der liebe Herr PK Pro verschiedene Farben schickt, und zwar die gleichen Farbtöne, möglichst gleiche Farbtöne von verschiedenen Herstellern. Und zwar habe ich jetzt hier drei verschiedene Gelbtöne erhalten oder drei verschiedene Gelbens von einmal AK Interactive, die werde ich durch die Airbrush jagen. Dann einmal von Scale Color, wo ich auch schon gespannt bin, weil da habe ich auch schon ein bisschen was gesehen über die Farben. Und einmal hier noch von Vallejo Model Color. Dann muss ich gucken, ich selbst habe, glaube ich, noch einen Gelbton hier von Citadel. Ich habe quasi noch von Citadel das Flash Kids Yellow hier habe ich mir umgefüllt in so ein Dropper Bottle. Das werde ich auch testen. Genau. Und vielleicht noch hier habe ich noch selbst von Vallejo das Game Air. Gelb von AK Interactive, Gelb von Scale Color und Gelb von Vallejo Model Color. Und hier noch vielleicht die zwei Gelbs von Citadel und nochmal Vallejo. Die werde ich im direkten Farbvergleich alle durch die Airbrush jagen, sprühen, werde gucken. Natürlich sind es leicht unterschiedliche Gelbtöne, werde aber hauptsächlich gucken, um die Verarbeitung soll es da gehen. Genau, also das wird hier so eine Vergleichsserie. Genau wie auch die, die nehme ich gleich zur Seite, die waren ja von mir. Genau wie hier die Primer-Vergleichsserie wird. Dann habe ich erhalten von PK Pro hier, ich glaube, das sind das Aufkleber vielleicht. Mein Hobby-Baumarkt. Ja, erstmal natürlich Visitenkarten. Wenn ihr irgendwas zu Airbrush und so weiter braucht, gerne hier bei PK Pro melden. Ja, sieht man wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, Fachhändler. Und hier noch schöne Aufkleber. Die werde ich mir in den Videos immer mit in die Airbrush-Kabine mit reinkleben, damit ihr das auch seht. Ist ja mal, ist wichtig. Warum ist es wichtig, dass man hier so ein Sponsoring macht? Weil ich mir das selbst sonst natürlich auch alles sehr schwierig so einfach leisten könnte, mir das Zeug einfach so zu kaufen, nur um da ein Video dafür zu produzieren, weil ich natürlich mit den YouTube-Videos hier auch nicht einen Arsch voll Geld verdiene. Und deswegen bin ich immer wieder froh, warum ich hier auch gesponsert werde, wie zum Beispiel von PK Pro. Und deswegen mache ich natürlich hier auch gern immer wieder mal ein bisschen Werbung. Und somit haben wir ja letztens schon gesprochen, Tab. Table Advertising and Beyond, immer aktuell, und heute geht es PK Pro. Ah. So.
gut. Also, schön, die werde ich dann auch mal verteilen. Das kommt zur Seite, das brauchen wir wieder. Dann schauen wir mal weiter. Was ist jetzt hier? Jetzt geht's richtig los. Und zwar habe ich hier Gummibärchen. Ah, die waren gut. Ich habe bestellt ein Airbrush Starter Set. Was ist da alles dabei? Ich muss dazu sagen, leider geht sich das jetzt mit dem Video nicht aus. Es ist so ein Reinigungsbehälter dabei, aber in neu und in schön. Den habe ich jetzt noch nicht da. Der kommt noch. Ich habe dabei ein Reinigungsbürstenset. Das kann man benutzen, um die Airbrush schön zu reinigen. Dann ist dabei bei so einem Starter-Set eine wunderschöne Reinigungsnadel. Und auch wieder Karte Aufkleber ist mit dabei. Wie gesagt, der Reinigungstopf. Ein Anschluss für die Airbrush. Ein wunderschöner, guter Airbrush-Schlauch. Ich lasse das alles eingepackt, weil es geht wieder zurück am PK Pro und sollte möglichst gut erhalten zurückgehen. Das ist alles für euch, für mich leihweise, damit ich euch das vorstellen kann. Und ich werde dazu mein eigenes Set benutzen, weil das ist das gleiche Zeug. Ich habe den gleichen Reinigungstopf, ich habe die gleichen Düsen, ich habe alles genau das gleiche Zeug. Aber jetzt kommen wir schon mal ein bisschen zu einem der Herzstücke. Und zwar eine Airbrush, die meiner Meinung nach eine super wahnsinnig gute Einsteiger-Airbrush ist. Eine Harder in Steamback Ultra Solo in dem Fall. Es gibt auch die Double, die 2-in-1, aber die Solo reicht vollkommen aus. Also die Harder in Steamback Ultra Solo ist meiner Meinung nach eine Top-Airbrush für den Einstieg. Und ich habe da schon ein Video gemacht. Ich werde da oben mal eine Infokarte ranklemmen von einem Videovergleich, in dem ich die Ultra, die Evolution und die Infinity von Harder in Steamback verglichen habe. Ich finde nämlich Harder in Steamback von Haus aus alles super Airbrushes. Und die Ultra, finde ich, ist im Preis-Leistungs-Verhältnis echt sehr gut für einen Einstieg. Da ist dabei, oho, 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 muss ich gleich mal zeigen. Leider hat der Postbote vielleicht ein bisschen zu wild. Hier ist jetzt in der Verpackung hier ein leichter Bruch drin. Ihr habt es gesehen, dafür kann ich nichts. Ja, das ist tatsächlich jetzt, ich denke mal, dass die wahrscheinlich der Postbote recht hart rumgeschmissen hat. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht schlimm. Ich brauche die Verpackung nicht, nur dass ihr gesehen habt, ich weiß nicht. Und normalerweise, wenn ihr sowas erhaltet, kann man das bestimmt auch immer umtauschen. Und hier habe ich jetzt eben diese wunderschöne Ultra. Wie gesagt, hier werde ich mal einen Test machen. Meiner Meinung nach ein super Einsteiger-Airbrush. Und die gibt es eben im Set zu kaufen. Was ich aber noch bekommen habe zum Vergleich, weil ihr ganz oft fragt nach günstigen Einsteiger-Sets für Airbrush, habe ich gesagt zum lieben Herrn PK Pro, du schick mir doch mal was Günstiges, was du da hast, was aber trotzdem noch was taugt. Und da hat er mir jetzt eine Sparmax Dual Action Airbrush SP35 Series geschickt. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil die Ultra hatte ich ja tatsächlich schon mal in der Hand, die Sparmax noch nicht. Und da bin ich gespannt, ob die zum Einstieg auch reicht. Da werde ich eben auch ein extra Video dazu machen, wie ich quasi diese Airbrushes im Vergleich teste. Vielleicht nehme ich auch meine Evolution nochmal dazu, ich weiß es nicht. Wobei es geht jetzt wirklich eher um diese günstigen Einstiegs-Airbrush, weil wie ich die Harder in Steamback mit den anderen Harder in Steambacks vergleiche, gibt es ja schon ein Video. Und genau, da gibt es ein Airbrush-Einsteiger-Video. Ist die Sparmax die günstige Variante? Trotzdem gut, kann man mit der trotzdem arbeiten. Welche Vor- bzw. Nachteile hat diese Sparmax im Vergleich zur, zur H&S Ultra? Wollen wir sie mal so nebeneinander halten? Ja, ziemlich cool. Sparmax
Ultra. Ultra Sparmax, Sparmax Ultra. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick sind beide Double Action Airbrushes. Auf dem ersten, wirklich jetzt auf den ersten Blick, aber da gibt es noch ein extra Video dazu. Ich bin natürlich leicht voreingenommen von der H&S. Sie liegen fürs Erste beide relativ gut in der Hand, gleich gut. Ich habe ja damals schon gesagt, dass mir die Evolution in der Hand ein bisschen besser liegt, aber sie liegen gut in der Hand. Der H&S Trigger, finde ich, lässt sich ein bisschen schöner betätigen als der Sparmax Trigger. Ja, dazu gibt es ein extra Video, wo ich wirklich ganz genau im Detail darauf eingehen werde. Und ich werde davon auch eben in gekürzter Fassung ein wenig mit in mein großes Airbrush-Video einfließen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt tatsächlich, wenn ich das vergleiche, die Sparmax besser verpackt. Das von der Harder in Steambeck sieht vielleicht ein bisschen edler aus, ist aber ein ziemliches Hartplastik, das jetzt hier in dem Fall leider schon gebrochen ist. Mein Gott, Leute, ihr wisst, wie es ist, so eine Verpackung kriegt man eine von 1000, kann es mal passieren, dass auch mal was gebrochen ist. Ich denke mal nicht, dass das hier bei PK Pro oder bei Harder in Steambeck der Normalfall ist. Ich habe damals, als ich meine Evolution bekommen habe, hat auch nichts gefehlt. Ich habe auch schon mal vom GW einen Gussrahmen bekommen, der total vergossen war. Da habe ich dann problemlos einen neuen bekommen. Das wird hier das Gleiche sein, wenn ihn kaputt ist. Oder, ich meine, das ist ja nur die Verpackung. Also nicht denken, oh, da kriegt er kaputtes Zeug. Das ist bestimmt eine Ausnahme. Ja, genau. Hierzu auf jeden Fall ein Vergleich und eben passend für meine geplante Airbrush-Reihe ein Video. Günstiges Starter-Set zum Airbrush-Beginnen. Ich denke mal, da seid ihr hoffentlich schon alle drauf gespannt. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Und ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock, hier was zuzumachen und mit den beiden Airbrushes jetzt dann gleich ein bisschen loszulegen, mit der Sparmax und mit der Harder & Steambeck. Und jetzt noch ein ganz wichtiges Teil, ein Einsteiger-Kompressor. Und zwar ist es so, es gibt ja verschiedene Kompressorenarten und es gibt so kleine Kompressoren. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, ich habe mal einen getestet von Rivel, so ein kleiner Dauerläufer, der bloß ein paar Druck erzeugen kann. Von dem war ich nicht so der Fan. Und das ist so der Einsteigerkompressor, den ich wahrscheinlich empfehlen würde für einen Einsteiger, der nicht zu viel Geld ausgeben will. Das ist nämlich schon ein richtig großer, stabiler Kompressor, den eben in Kombination mit dem Einsteigerset, da wo eben das ganze Zeug dabei ist, Reinigungsnadel, Schlauch, Reinigungsbürstenset, Anschluss, dann natürlich auch ein neuer, frischer Reinigungsbehälter und in Kombination dazu eben entweder eine Harder & Steambeck Ultra oder eine Sparmax. Da könnt ihr euch nämlich tatsächlich noch ein bisschen Geld sparen, ob ihr die oder die nehmt. Die nächsthöhere Stufe wäre dann quasi vom Kompressor im Vergleich, den ich selbst habe. Das wäre dann der gleiche Kompressor im Grunde genommen, nur mit einem Tank obendrauf oder unten drunter. Ich weiß gar nicht, wie er gebaut ist. Das ist den ich hier hinten stehen habe. Werde ich auch vergleichen. Das zum Video Planungen, die ich jetzt hier vorhabe. Es gibt jetzt eben alles zu Airbrush. Also, nochmal zur Wiederholung. Gerne bei PK Pro alles, was sich rund um Airbrush und so weiter dreht, bei PK Pro einkaufen. Danke an PK Pro, dass ich hier leihweise das alles bekommen habe, dass ich das alles austesten kann für die Airbrush-Videos, Videoreihe. Und hier gibt es auf jeden Fall ein Video zu. Welche Airbrush soll ich kaufen? Günstiges Airbrush-Starter-Set, was ich hier habe. Dazu werde ich vergleichen die Airbrush, die Ultra, die ich weiß, dass sie gut ist, habe ich schon mal getestet, oder ob es die Sparmax auch tut. Dann werde ich ein Video machen, wo ich verschiedene Farben von verschiedenen Farbherstellern vergleiche. Das gleiche wird passieren mit Grundierungen, Grundierfarben heißt es, genau. Dann wisst ihr eh, was ich sonst noch geplant habe. Reinigungsvideo, ja, alles Mögliche zum Thema Airbrush. Wirklich, das wird hier ein richtig fetter Airbrush-Beginner, Anfänger, Leitfaden, super Guide oder soll es zumindest werden. Mit Einzelvideos, mit einem großen Video und so weiter. Und das ist erstmal vielen Dank, PK Pro. Und das war's zu meinem heutigen Unboxing. Ich hoffe, ich habe alles soweit erklärt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gern unten in die Videobeschreibung. Somit
werde ich jetzt hier mal gleich anfangen, ein bisschen loszulegen, ein bisschen zu testen, ein bisschen die Sachen auszuprobieren. Die Airbrushes jucken mich schon sehr stark. Ich werde mir die gleich mal in die Airbrush-Kabine reinladen und mal zerlegen und erstmal angucken und so weiter. Oder hier auf meiner neuen schönen Schneidematte das erstmal gleich zerlegen. Und danke fürs Zusehen. Danke PK Pro für die Unterstützung. Servus, Hobbydere, bis zum nächsten Mal.